Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Und ja, mitten in der Nacht sind wir hier irgendwie alleine in der Bude, der Anubis und ich, ne? Oh, moin. Lustig. Die anderen sind ausgeflogen. Die Dano irgendwo draußen. Ja, ich bin am Arbeiten. Ja, wie sich das gehört, ne? Die anderen arbeiten was und wir... Naja, ich bastel ja auch noch die Rüstung. Und der Xar ist, glaube ich, unter Tage. Genau, moin. Und baut unseren Fluchttunnel. Wie hat mein Kollege heute gesagt? Toll, wenn ein anderer die Arbeit macht. Genau. Ich habe aber Rüstung für euch gebaut. Yay. Ich tu die mal in die Rüstungskiste da oben. Gut, ich komme dann nachher immer. Alle haben seine eigene Kiste, ne? Aber ich mit meiner Rüstungsmanufaktur muss immer noch so eine Holzkiste Moment, da. Moment, jetzt komme ich extra rein. Hast du dir schon eine ausgesucht, welche dir am besten gefällt? Es gibt für Kleidung leider keine eigene Kiste. Was? Dann will ich keine. Ich will was Eigenes. Egal, du kriegst jetzt eine ganz spezielle Koja-Kiste. Moment. Koja-Kiste. Kann mir schon denken, welche. Du kriegst jetzt eine Koja-Kiste. Yay. Dann bist du gut, Xaver, ich weiß es selbst noch nicht. Also ich würde ja auch die Explosives-Kiste tippen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Ihr wollt doch Rüstung, oder? Ja. Achso, warte, muss ich die Frames abbrechen, die muss ich nachher weiterbauen. So, dann sind wir da. Und noch irgendwo. Ne. Und damit Kojas Kiste super sicher ist, versenkt man die wieder im Boden. What? Das sind Rüstungen, ich möchte Kleiderstände haben für meine. Wo würdest du es gerne hinhaben, Koja? Wohin? Kleiderstände hätte ich gerne, damit ich hier meine Koja, Designerstücke präsentieren kann. Wo es schön ist. Keine Ahnung. Was wo schön ist, dann komm mit. Nee, schon hier unten. Also unten, okay. Also irgendwo hin in die Ecke oder so, was weiß ich, hinter die Treppe in die Ecke. Wo so, das nein, war. Du bekommst hier jetzt. Ja, bitteschön. Die das hängt hier ja. Ist Koja. Moment. nee, passt schon. So. Moment, der Herr hat immer zu meckern. So. Natürlich. So, die obere ist jetzt wieder für fertige Rüstungen, ja? Und jetzt kriegst du eine für die Rohstoffe. Yay! Das sind ganz viele. Das ist egal, aber du kriegst jetzt eine eigene Kiste aus. So. Ich denke mal, ich darf uns so ein Leather Duster scrappen, oder? Ja, die kann man nicht scrappen. Doch, die kann ich scrappen. Das sind so Mäntel. Da haben wir einen mit 89. Ich denke, den können wir uns schenken, ne? Bitte schön, ich weiß, Koja. Aber ich meinte, die Duster ließen sich nicht. Ich habe gerade auf Scrap geklickt und er ist gescrapped. Na, vielleicht hat er ein Rezept gefunden dazu. Keine Ahnung. Also hätte ich jetzt selbst noch nie eins gefunden. So. Ja, das siehst du. Außerdem geht's nicht. Unser Trüffelschwein Koja findet das. Ich? Trüffelschwein? Was hab ich denn verpasst? Du warst. Der erinnert sich echt nicht mehr vor dem Urlaub, gell? Nee, er erinnert sich wieder mal nicht. Oh Mann. Was hab ich denn gefunden? Koja geht dann die Bärchen. Du hast zum Beispiel den Schieber, glaube ich, gefunden. Den Messschieber, ja, da habe ich zwei gefunden von, ja. Ja, eben. Erzählst du mir doch mal, wie viele wir gefunden haben zu dritt. Null. Stimmt, ja, immer noch null. Ja, das kann ich ja nichts für, wenn ihr da. Vorsichtig, Freund. Pech habt. So. Haben wir das schon mal? Einiges gescrappt. Das war ja viel zu viel Zeug. So. Koja, erinnerst du dich noch, was wir da außen an die Mauer dranhängen? Diese Gitter? Ja. Nochmal in der alten Dingsrüstung, in der alten Rüstungskiste. Da ist oben. Metall drin für euch, Metallrüstung. Okay. Ja, ich war jetzt natürlich drin und hab's vergessen. Das ist intelligent. Ich komm noch einmal. Ja, ich hänge ja nur auf der Mauer rum. Was soll mir da schon groß passieren? Außer, dass ein paar Zombies kommen. Bye, bye. Genau. Naja. Außerdem macht sich fertig, ihr wollt in die Stadt. Es ist 3 Uhr. Ja, ich bin ja noch am Rüstungssortieren. Und ich am Wummel bauen. Was? Pistolen bauen. Ach so, Wummel bauen. Und wir haben insgesamt 4 Hunting Rifles momentan zur Verfügung. Das klingt gut. Hier ist noch so ein Ledermantel mit 387. Wenn er die Metallrüstung anhabt, sollte das beispielsweise... Okay, die rühre ich schon mal nicht an.
Oh, so, damit sich keiner beschwert, gehe ich jetzt extra nochmal rein. Nochmal von der Mauer. So, habe ich das. So, und dann da unten. Na gut, dann machen wir halt hier die Zutaten rein. Oh, ist das viel. Oh, 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 die quillt förmlich über. Oh, ja. Ja. Ich habe dir da was zum Scrappen reingekriegt, Koja. Also meine alte Rüstung habe ich jetzt reingekriegt in die alte Kiste. So, was? Wie schaut's mit meinem? Da ist nichts drin. Ach doch, da unten, ja. Tack, tack. Hat er gleich ausgewechselt, ja. So, ich bräuchte Wasser und Essen, okay. Ja, die Lederrüstung hebe ich mal noch auf, weil falls wir mal ins Schneebiom müssen, ist das immer noch das Beste. Und dran denken, Tee trinken, gell? Ja, ich habe jetzt eben von deinem Meat Stew einiges gefuttert. Ja, ja. Der hat mir auch meine Wellness oder wie das heißt, anständig hochgesetzt. Ja, der ist ja gut, da gibt sogar 1,6 Wellness. Genau, ich bin jetzt bei 94 Leben. Ja, gut. Ist mal wieder ganz gut. Okay. Ihr seid ja oft genug draußen. Genau. Gut, ja, wegen mir können wir los. Ich weiß nicht, wer kommt alles mit? Xar und Anubis beide oder nur Xar? Ja, ich komme auch mit. Ja, und ich muss mich nur kurz entleeren. Okay, so genau wollte man das jetzt gar nicht wissen. Weil sonst ist mit Looten eher schlecht. Das stimmt, ja. Das Hunting Knife lasse ich auch mal hier. So, Pfeile haben wir noch genug. Torch habe ich, Mining Helmet. Pickaxe haben wir, der Bow ist noch ein Schuss. Fire Axe, ich denke. Ach, genug Pfeile? 200 Stück, also müsste reichen. Gut. So, das kann man hier noch kommen. Egal. So. Ja, ich sehe übrigens mittlerweile totschick aus. Mit dieser Rüstung. Wenn jemand die Pistole mitnehmen will, kann er das gerne tun. Ich habe am Ende der letzten Folge oder vorletzten Folge, falls du das meinst, einen Helm gefunden. Ja, den habe ich jetzt auch an. Pistole, wo denn? Linke Kiste. Oh, eine Hunting Rifle, aber da ist noch keine Muni für da, oder? Doch, ist rechte Kiste davon. Eine Hunting Rifle, ehrlich, dann nehme ich sie mal mit. Die will ich mal ausprobieren. Ja, macht Spaß, das Ding. Rechte Kiste? Haben wir Friendly Fire ausgeschaltet? Rechts unten müsste sie drin sein. Doch irgendwo Munition hier. Da sind nur die Parts. Ich sehe keine Munition. Bullet Tip, Gunpowder, Bullet Casing. Ganz unten rechts in der Ecke? Ganz unten rechts. Ist da die 762 oder welche brauche ich dafür? 762, genau, für die Hunting Rifle. Dann nehme ich mal 20 Schuss mal raus. Okay. Moment, Hunting Rifle. Und wie lädt man nochmal R? R, ja. Kann man irgendwie zielen mit rechts, ja, ne? Rechte Maustaste ist zielen, ja. Okay. Gut. Das gefällt mir. Die hat hoffentlich auch ein bisschen Bums. Habt ihr jetzt Koja echt eine Waffe in die Hand gegeben? Ja, wir haben ja PvP aus, also insofern sind sie alle sicher. Also haben wir es aus, okay, gut. Ja. Gut, wollen wir? Ja, ja, wegen mir. Ja, ja, ja. Komm, komm, bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen für einen Screenshot. Schade, dass man nicht rauszoomen kann. Hier oben. Einmal F7 und die Crew. Achso, doch, man kann hier. Wunderbar. Ach ja. So, wir ziehen los. Wir werden nie mehr so jung zusammenkommen. Deshalb musste ich das einmal festhalten. Ne? Ja. Okay. Ich fürchte, wir werden ohnehin nie wieder ankommen. Egal. Ist die Brücke eigentlich noch eingestürzt? Ja, doch, ne? Da ist doch der Anubis drüber gewalzt. Ich habe sie dir gerade aufgestellt vorhin, weil ich wusste, ihr wollt jetzt... Nein, meint die andere Brücke hier über den Fluss. Sie war kaputt. Da ist doch der Herr Anubis drüber und auf einmal war sie hinter ihm kaputt. War das die oder eine andere? Nö, also die sieht hier noch sehr heile aus. Noch. Los, stört ein, du blöd. Oh Mann. Oh Mann. Ja, du kannst jederzeit zurückkommen. Wir können noch in der Basis was machen. Das war doch die Brücke. Ich bin völlig irritiert. Na gut. Da hinten kommt gleich noch eine. Ach ja. Fällt einfach um. Waren wir hier eigentlich schon drin? Ja. Da
Da waren wir schon drin. Und wie ist das alle 7 Tages Loot Respawn, glaube ich, bei der Einstellung? Weiß nicht, was du eingestellt hast. Es sind 5, 10, 15, 20, 25 Tage, glaube ich, möglich. Ah, oh, okay. Ja, guck, hier ist kaputt. Oh Mann, mein Sohn hat da hinten wieder Party. Ah, es geht. Hm? Mit Anlauf geht's. Was genau hat Koja gerade gemacht? Ich bin mit Anlauf über die eingestürzte Brücke gerannt. Okay. Und wusste nicht ganz, ob ich wirklich am anderen Ende ankomme. Aber man kann doch ganz gute Sätze machen. Aber warum bin ich denn so furchtbar langsam, wenn ich nicht sprinte? Ist das mit der Eisenrüstung? Ist man da langsamer? Ja. Etwas. Könnte sein. Wir wollen jetzt direkt ins Krankenhaus, oder? Ja, dann müssen wir rechts abbiegen. Wir können geradeaus durch. Geradeaus, so. Ja. Geradeaus ist eigentlich sinnvoll. Und ihr sollt mehr Bandagen mitbringen, als brauchen. Also ich habe nur 3 da... Nee, was habe ich dabei? 5 habe ich dabei. Insofern stehen die Chancen ganz gut. Ach so, hier gibt's übrigens auch Hunde. Oh ja. Da nur die Chancen stehen auf einmal ganz schlecht. Ich habe es gerade gedacht. Aber du hast eine Knarre. Ah, das war ein Hund. Oh ja, du kennst doch den Spruch, du musst nicht der Schnellste sein. Du meinst, da war ein Hund. Du musst nur schneller als die anderen sein. Dumme ist, dass ich gerade der Letzte bin. Naja, dann musst du daran was ändern. Da ist noch ein Hund. Ich habe irgendwie total verlernt zu schießen. Hm? Die ist tot jetzt? Okay. Hm. Da kommt noch einer. Sie ist. Oh, die hat er. Ach doch, da kommt er. Ach. Komm doch mal gerade auf mich zu, damit ich dir auch einen schönen Headshot verpassen kann. Sind wir jetzt endlich tot. Dankeschön. Noch Sonderwünsche. Das ist unglaublich. Wo bleibt eigentlich der Herr Koja? Ich habe ein bisschen Zielübungen gebraucht bei dem... Er hat Gänseblümchen gesehen. Ah. So, ich werde jetzt gleich mal die Hunting Rifle austesten. Habe ich doch die Schlägerin direkt in den Boden geklappt. Du hast sie unangespitzt in den Boden gestampft. Yep. Oh, kommt noch ein kleines. Oh! Oh? Oh? Die Hunting Rifle ist cool. Ja. Da hätte ich gern mehr von. Hast du Zombie gerade einen Kopf weggeschossen? Der ist ganz gut, der, und zwar so ein Krabbler, der wo man sonst so ewig braucht. Mhm. Wenn man den Kopf trifft, ist die schon echt gut, die Hunting. Ja, ne? Koja ist glücklich. Okay. Ich bin glücklich. Ich brauche mehr Schuss, Anubis. Du hast einen Auftrag. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe gerade mehrere hundert Hund Gunpowder im Auftrag. Okay. Aber hoffentlich nicht in deinem Inventar, sondern auf der Workbench, oder? Nein, wir haben noch gar keine Workbench, soviel ich weiß. Haben wir gar keine. Ah, da war ja was, die wollten wir auch bauen. Von links kommen so einige... Ja, ich denke, du hast eine Hunting-Rifle, dann mach doch. Ja, okay, ich wollte jetzt halt die Schuss verballern, aber kann ich gerne tun. Ich kann ja nachbauen. Die gefällt mir extrem gut. Oh, man sollte nur richtig treffen. Alleine. Keiner erntet das Gemüse, auch wenn sie es sagen. Wir hatten keine Zeit mehr für Gemüse. Ja, ja. Aber wollen alle was Leckeres zum Essen, wisst? Wie schaut das denn aus? Ja, ja. Untreue Tomaten. Ja, wenn man sich auf andere verlässt, ist man verlassen, Dano. Das ist altbekannt. Und immer wieder richtig. Ja, ja. Ach, da ist noch einer. Ich werde es aber jetzt auch nicht anbauen, sondern ich gehe jetzt raus. Ich brauche mal frische Luft. Ich arbeite zwar die ganze Zeit auf der Mauer, aber ich brauche frische Luft. Nein, wir wollen das Krankenhaus looten, nicht das Auto jetzt. Ja, ich kann auch mit einer Ranch das Auto. Ja, aber dann haben wir nicht mehr so viel Platz. Ja, schau mal erstmal da rein, wenn wir da noch Platz haben, können wir immer noch das Auto mitnehmen. Ne? Eben, genau. Klingt vernünftig. Wartet auf mich, wartet auf mich. Ihr seid vernünftig? Nein.
Habe ich was verpasst? Ich habe nur gesagt, es klingt vernünftig. Okay. Hat niemand gesagt, dass wir das tatsächlich sind. Ich will auch was kaputt machen. Mann. Oh Mann. Hören wir uns auch? Ja. Keiner lässt mich was kaputt machen. Was? Aufteilen? Sind hier drin keine Zombies? Wenn nur ganz wenige. Ja, ich hab's Drogenlabor gefunden, endlich! Oh. Ja, dann nehme ich hier ein bisschen die Einrichtung auseinander. Kriegt der Koja wenigstens ein bisschen Leder. Ist das Leder? Ja, das ist tatsächlich Leder. Das ist gar nicht so verkehrt, ja. So, und ich gehe Maria suchen. Rehe, Schweine, Hasen. Wo ist denn das Drogenlabor, Hühner, damit ich es auch mal sehen kann? Hier, guckst du? Wo bist du denn? Hier. Hier ist super. Moment, ich komme sofort. Rechter Flügel. Erste Tür links. Okay. Weiß jemand von euch auswendig? Sachen. Brauchen wir Davon gibt es noch ein größeres. Clay dürfte nicht mehr so viel da sein. Okay. Also wenn ich über ein Kleefeld stolper, kann ich ein bisschen was mitnehmen. Ja, wäre gut. Oh, das mit dem Leder ist echt ganz praktisch hier. So. Rechter Flügel. Das klingt irgendwie ein bisschen ekelhaft, was da jetzt gerade irgendwie wer auch immer gemacht hat. Wie, das hier ist ein Drogenlabor im Leben nicht. Das sind irgendwelche Betten. Aber rechts die Schränke. Ah, und da ist was. Hier, du hast die nicht alle durchsucht, so nebenbei erwähnt, ne? Hab ich nicht. Dann nimm mit. Sind einige. Dann nehme er mit. Musst jeden einzeln anwählen, nicht immer einmal nur. Das sind quasi immer so ein Block groß oder so. Cool. Oh, das sieht schon wieder mal mehr als andere. Möchte ich nur mal so zu Protokoll geben, ja? Oh, eine Toilette. Oh, die ist schon gesucht. Wer war denn das? Ei. Weiß ich nicht. Irgendjemand hat schon die Toilette durchsucht. Wer nimmt hier meine Arbeit ab? Ich will doch auch was zu tun. Geh nach oben, da hast du noch genug zu tun. Okay, wo ist oben? Treppe also, hoch. Beziehungsweise, wo geht's nach oben? Ja, eben, die Treppe habe ich noch gar nicht gesehen. Notiz demnächst, also wenn die Mauer irgendwann fertig ist, baue ich Koja ein Swimmingpool. Was? Ja, du kriegst einen Swimmingpool. Hier war ja auch schon jemand. Eine Frechheit. So, wo ist denn diese blöde Treppe? Bier! Hier gibt's Bier, endlich! Ja, das fand ich auch sehr lustig. Das erste, was ich so gefunden habe im Krankenhaus, Bier. Jo, scheint ein gutes Krankenhaus. Wollte ich meinen, da würde ich auch gern mal Patient sein. Hier in diesem Krankenhaus bestimmt nicht. Überlegst du dir mal, dass das Krankenhaus sehr unterbevölkert ist und dann überleg dir warum. Du willst dort wirklich Patient sein? Nicht mehr. Xar, hast du rein zufällig eine Treppe gefunden? Hier ist ja auch nichts da oben. Wo geht's denn hier hoch? Xar, hast du hier unten schon alles abgesucht? Also ich habe den Mitteldinger Und den durch. Linken wahrscheinlich, ne? Und die linke Seite habe ich jetzt auch gleich, okay. Ja. Ich glaube, ich baue hier gleich einfach welche so Dinger hin. Wo geht's denn hier hoch? Die Treppe hoch. Welche Treppe? Das gibt's genügend. Ich sehe nicht eine. Oh Mann. Eine Zombie ist gut. Xar, zeig mir mal die Treppe, die der meint. Dann folgen Sie mir. Na, jetzt ist der Xar weg. Zu viel mit. Solltest du mir auch folgen? Du warst doch gerade noch neben mir. Oh Mann. Muss doch irgendwo eine Treppe sein. Gibt's ein Navi in dem Spiel? Ich brauche eins. Wie so schnell? Ja. Ich glaube, die war hier. Jawohl, da ist er doch. Noch. Streber. Ist direkt daneben gestanden? Nein. Die war schon um die Ecke, ja? Das muss man mal dazu sagen. Ja? Sie war schon ganz schön um die Ecke, ja? Schauen wir mal. Oh, hier ist noch eine. Was, eine Treppe? Oder? Ja, eine Treppe, ja. Ich dachte dazu nichts. Nein. Halt die Klappe. Ja.
Einmal mit Profis. Aber sie haben wunderhübsche Betten hier. Total. Die sind bestimmt voll bequem. Und schön die Toiletten so. Da hat man auch sehr viel Privatsphäre gehabt. Das hat man sehr, sehr groß geschrieben in diesem Krankenhaus. Die hat man einfach alle so besoffen gemacht mit dem Bier, dass es denen egal war, glaube ich. Ah, das wäre natürlich auch noch eine sehr gute Methode. Ich denke auch. Das ist durchaus möglich. Und viele Betten haben sie aber insgesamt auch nicht. Also. Ja gut, für die 5 Häuser, ne? Auf! So. Wie nein, ihr war schon nicht? Jemand? Ach, das war ich. Das war dasselbe Zimmer. Du dir jetzt schon selbst die Gegenstände weg. Ja, das war dasselbe Zimmer nochmal. Koja, 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 guckst du mal? Guck mal, komm mal her. Ich möchte nicht darüber reden. Ich weiß, da ist guck eine mal. Treppe. Hier ist eine Treppe, guck mal, da, da. Oh Mann. Lauf. Also ich habe das Gefühl, irgendwann wird plötzlich das Friendly Fire auch nicht mehr aus sein. Ja, ich habe da die Macht drüber. Ja, wir jetzt uns nur nicht sagen. Nee, nicht mal Anubis zumindest. Ja, ich bin immer weit weg von euch, also von daher passt es schon. So. Recht spärliches Onkel-Doktor-Zimmer. Ab und an ruckelt das ganz schön heute. Ich glaube, weil wir so weit weg von Dano sind. Nee, ich lutsch dir zu viel Leistung aus deinem PC raus, mit meinem neuen PC. Ja, ja, genau. Der müsste eigentlich noch Leistung einspeisen, ja. Geh kaputt, du blöde Christoph, Tür, du. Nimm die Axt für die Holzdinger. Ach, alles überbewertet. Wer kann an, dass das Spiel so logisch ist? Das Spiel ist wirklich relativ logisch, ja, doch. Muss man schon sagen, ne? So in vielen Sachen. Ja. Haben sie an die ganzen Feinheiten ganz gut gedacht. Das ist ja nicht ein anderes Spiel, was ihr mal gezockt habt. Ich weiß nicht, was du meinst. Also. Oh, ich bin voll. Eins, Zettens, ja, das war bei mir was. Ja, ja. Blue Spruce Seed und Gunpowder hätte ich hier noch. Hier Gunpowder kannst du rausschmeißen, das kriegen wir so schnell genug wieder. Das crafte ich die ganze Zeit. Okay. Kann ich hier noch so scrappen? Hab überhaupt nicht geguckt, was ich hier. Cotton braucht man wirklich nicht. First Aid Kit, was habe ich denn hier noch? I. Das war Kacke. Also jetzt wissen wir, wer die Toiletten. Achso, im Übrigen, wir hatten doch das eine Mal das Problem mit den Casino-Tokens, ne? Ja. Dass wir die nicht scrappen konnten. Die gehen jetzt wieder. Das geht, ja, aber nur wenn du 5 Stück beisammen hast, dann kannst du die scrappen, vorher nicht. Also, was equip? Egal. Ja, ich habe genug Clay. So, jetzt können wir weiter Schweine suchen. 4-mal ach, ja. Kacke. Doppelte Anubis schon rum. Die rechte Seite hast du? Beziehungsweise die linke, wenn man reinguckt. Schön da ein Glas Wasser aus der Toilette geholt. Der Herr Koja fischt wieder in der Kacke. Kochen wir uns auf. Schön ab. Das wird lecker. Und besonders die Bröckchen sind immer so lecker. Die Bröckchen, ja, ja, genau, die Einlage. Hier war doch irgendwo das große Drogenlabor. Wo ist das große Drogenlabor hin? Meine Zuschauer, bitte ich mal wegzuhören, nicht so genau zuzuhören. Wird heute so sein. Mir ist auch gerade ganz dezent übel geworden. Anubis, wo war denn hier die Treppe? Oh Mann. Hier. Nein, ich sag's ihm nicht. Oh, aber tu du kannst ich doch nicht. Doch, kann ich. Nein, du kannst nicht. Du bist doch, nicht kann ich. Los. Ich hab sie ja schon. Bei dem Herrn Nachbarn schon. Oh, brauchen wir Kaffee? Nö, Danu? Nicht. Nein. Trinkt ja keiner von euch den Kaffee, den ich mache. Was? Ja, stimmt. Ich hätte beinahe was gesagt. Schnauze halten. Anu, bist einfach nicht sagen. Ja, der Test tut eh gerade das Übrige, beziehungsweise deine Internetverbindung insofern. Alles gut. Also gut, Anubis will ein bisschen vergiftetes Essen haben.
Ist hier los? Du hast gerade, du knatterst wie Sau. Ich schätze mal, deine Internetverbindung macht gerade einen Abmarsch sozusagen. Da bringt der beste PC nichts. Nee, das stimmt. Gerüchten zufolge hilft das da alles nicht. So. Wenn wir mit dem Krankenhaus fertig sind, ist aber auch nicht mehr viel von übrig, muss ich zugeben. Also hier scheppert's und klirrt's überall. Oh, hat schön ausgeräumt, ja. Das ist eine Verwertung. Aber schon ganz praktisch, das Ding. Ja. Natürlich. Vor allem Leder bringe ich jetzt ganz gut mit. Jonas, ich muss mal ganz kurz neu starten. Jo. Okay. Zack. Geht's hier noch höher? Ja, Tatsache. Ja, es geht ziemlich hoch. Uff, also ich bin rappelvoll, ne? Ein klein bisschen geht bei mir noch. Ja, gut, wenn ich mal so ein verrottetes Toast rausschmeiße. Braucht man das Toast eigentlich? Nein, den grünen Toast kannst du wegschmeißen. Dieses Sandwich, ja? Das ja. Kann weg. Okay. Das kann weg. Was? Potato Seeds, die können auch weg. Da haben wir mehr als genug. Ja. Hier, ich habe noch Blue Spruce Seed. Ich weiß nicht, was Blue Spruce ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Spruce nochmal. Ich bring's mal mit zum Anpflanzen gegebenenfalls, gell? Ich glaube, das ja. Haben wir noch nicht. Ich weiß, ich zeig's mir zumindest gerade überhaupt nichts. Bloodpack, das brauchen wir auf jeden Fall. Splint, naja, Gott, bring ich halt auch mal mit. Ja, du, ich baue noch eine Weile Mauer, ich werde die brauchen. 6x Iron, das schmeiß ich mal weg. Holen wir eh wieder. Coffee Beans, machen wir auch weg. So, hab ich wieder ein bisschen Platz. Wo haben wir eigentlich? So, das Rätsels Lösung ist gefunden. Ja. Welche? Och, mein Sohn meinte, dass während ich aufnehme, er müsste unbedingt was hochladen. Gute Idee. Ja. Macht Sinn. Super. Haben wir hier noch... Das hast du mal schnell auf diplomatische Weise gelöst. Ja, ganz diplomatisch. Ganz diplomatisch, habe ich ihm gesagt, er soll den ganzen Scheiß sofort abbrechen. Ja, ich sag noch, ich nehme auf, weißt du, und der fängt an, irgendwas hochzuladen. Naja, kommt doch vor. So, Gunpowder kann ich wegschmeißen, hast du gesagt, ja? Jawohl. Dann nehme ich lieber ein paar Pistol Parts mit für. So, wohl, ich glaube, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ne? Jetzt krabbelt er ja schon neben mir die Schränke leer. So. Die ist ja Herr Nachbar. Ab aufs Dach. Huch, was ist das denn hier? Sind die Rohstoffe für Koja? Ein Hubschrauber. Ja, ist ja schon alles leer. Ich weiß nicht, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, von daher. Ja, also, ja, schaut halt, wenn wir, also ich war überall und nirgends. Ja, sag zu. So, nein, da gehe ich nicht runter. Ich wollte mal gerade sagen, das würde ich lassen, da runter zu gehen. War hier hinten schon einer? Nein, 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 hier ist das gute Drogenlabor, das habe ich doch gesucht. Nö. Oh, ahoi. Ich hätte eh keinen Platz mehr gehabt. Dann hast du ja schon alles ausgeräumt? Da würde ich behaupten, war ich jetzt in der Tat komplett. Habt ihr jetzt endlich einen ordentlichen Hammer für mich? Dankeschön. Was haben wir? Das braucht es nicht zurückkommen. Einen ordentlichen Hammer. Ach du Gott, ich krieg das hier alles gar nicht mehr ins Inventar hier. Ich hoffe, ihr habt noch. Ein bisschen Platz habe ich noch, aber nicht mehr viel. Ich habe noch Sachen in den oberen beiden, rechts, von rechts quasi, da ist noch Sachen drin, die ich nicht rausnehmen konnte. Vitamin zweimal. Vitamine kannst du eigentlich gleich reinhauen, die geben ja eh nur Wellness. Ach so? Mhm. Na super. Flugzeug. Flugzeug, ja wo, wie, wo? Seht ihr das hier? Nee, ich seh's, ich renn hin. Das ist direkt über uns drüber. Das müsste hinterm Krankenhaus abgeschmissen werden. Ja, warte mal, wo sind das? Na, wollt ihr hin oder soll ich? Ich sehe es leider nicht, wo es abgeworfen hat. Hüpf doch mal, Herr Nachbar. Ich hab's nur wegfliegen sehen. Dann renn ich hin. Okay, mach das. So, ich glaube, wir sind hier durch. Kann das sein? Ich glaube ja, aber man kann später nochmal herkommen. Was kann man? Später nochmal herkommen. Okay, wo ist denn die Treppe runter?
nein! Oh. Hat sich nicht gut angehört? Das nein, das wurde sich ungesund. Er ist den Schacht runtergehüpft. Ich wollte gucken, was da ist, und dann war da dieser Schacht. Aber ich habe ja zum Glück einen Splint gefunden. Alles gut. Ich habe mir gedacht, du bringst den Splint mit. Ich habe doch gesagt, ich brauche den. Ich habe zwei. Okay. So viel zum Thema, Koja bringt mehr mit, als er braucht. Wo waren jetzt hier? Hier war das habe ich nie gesagt. Da war der Ausgang. Aber ich ja, bin das unten. War meine Hoffnung. Das war ja meine Hoffnung. Also ja, nachdem ich jetzt gerade vorm Spital stehe, ist er wirklich hinterm Spital. Ernsthaft? Ja, ich renn gerade am Spital vorbei. Ja, das war echt nicht weit, als der hier vorbei ist, nur ich habe leider das Ding nicht gesehen. Oh. Hund! Tot. Hat die sich einfach bewegt. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt, weil da habe ich nicht mehr gesehen, wo er hin ist. Also. Oh, hier sind Rounds drin. Kann die jemand mit raus? Ach, ich vergaß. Was? Wenn man es nicht lootet, ist es weg, ja. Manchmal liegt es aber auch daneben. Aber auch nur manchmal. Das, die Wumme ist ein Träumchen. Komm. Noch was sind wir denn hier? Das. Okay, war tot. Ja, das heißt also, eigentlich sollte man, bevor man so einen Zombie lootet, vorher Platz machen, fällt mir dabei auf. Na, meine ich idealerweise. Eben noch die Rounds ich sehe ihn falsch schon wieder. Hast du wunderbar. Ich sehe ihn zumindest wieder, ja. Ach, die Bandages stacken maximal auf 5, okay. Ja. Yep. Überaus unpraktisch. Hat er das nicht schon vorletzte Folge entdeckt? Keine Ahnung. Ich habe nur Ahnung davon, dass wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge wiedersehen, denn, ne? Jetzt wartest du mal, jetzt bin ich gerade bei der Supply-Kiste. Aber das ist doch voll spannend, das ist doch ein schöner Cliffhanger. Ja, ich sag euch dann in der nächsten Folge, was ich habe. Oh. Bis zum nächsten Mal. Oh. Das ist jetzt, das ist gemein, die eigenen Waffen, nee. Ihr wisst das also vor, nein, ihr wisst das trotzdem nach den. Ja, eins ist schon, ne? Naja, egal. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mal schauen, dann, was wir mit den tollen Sachen, die wir hier gefunden haben, so anstellen können. Und vor allen Dingen, was Danu da rausgeholt hat. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Jo, ciao. Bis tschüss. Dann, ciao. Tschüss.